Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, heute ist Tag 4 auf der Simbacher Duld und wir sind heute Abend für Sie vor Ort, um bei der Nacht der Tracht ein paar Impressionen für Sie anzufangen. Die Simbacher Duld befindet sich gerade in der heißen Phase. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher konnten dieses Vergnügen schon erleben. Heute, am Pfingstmontag, im Zeiler Erlebniszelt, war die Nacht der Tracht angesagt. Festwirt Oliver Zeiler war mit dem bisherigen Verlauf äußerst zufrieden. Ja, wir waren sehr zufrieden. Also das Fest ist phänomenal gelaufen. Gestern haben wir noch ein bisschen einen Sturm gehabt, haben wir auch gut rübergebracht. Aber es ist sehr gut gelaufen. Die Besucher waren in den Strömen Monster und war ein super Fest bis jetzt. Heute in der Früh hat das Ganze ja dann gestartet mit dem weiß-blauen Stammtisch und heute Abend oder jetzt gerade ist ja noch Tag der Tracht. Wie ist denn das Ganze so angenommen worden? Ja, heute ist Nacht der Tracht. Es spielen die Alpen-Casanovas aus München und natürlich sind viele Besucher in Tracht und es ist ein schöner Abend, dass man die Lederhosen und das Dirndl wieder mal ausführen kann. Und was erwartet denn die Besucherinnen noch in den nächsten kommenden Tagen? Morgen ist der Seniorennachmittag, wo die ganzen Senioren von Braunau und von Simbach, also der grenzüberschreitende Seniorennachmittag, eingeladen sind. Am Abend spielen dann die Troglauer Heavy Volksmusik und am Mittwoch ist dann Kindernachmittag und abends ist dann Duid ausgelangt mit der Rieder Blasmusik und das Erdäpfelgrau kommt noch zum Gstanzlsinger. Also da ist ja noch allerhand geboten, das heißt die Leute sind noch mal bei euch vorbeikommen, oder? Auf alle Fälle vorbeikommen, Mast bringen, Brotzeit machen, das Wetter ist auch gut, passt. Bei der Nacht der Tracht sorgten die original alten Casanovas aus München für gute Stimmung. Die Besucherinnen und Besucher freuten sich sehr über diese schöne Tradition. Warum bist du heute auf der Simbacher Duld? Ja, weil heute ist Tag der Tracht, da müssen wir unbedingt herschauen. Und wie gefällt's dir? Ja, super schön. Ein Bier gibt's auch noch. Besser kann's nicht sein. Warum seid denn ihr halt an dem Tag der Tracht hier auf der Simbacher Duld? Weil wir ja natürlich alle auf Tracht stehen, das ist ja klar. Das ist ja Tradition. Und weil es einfach schön ist, in der Tag der Tracht oder sagen wir mal so, oder Nacht der Tracht, einfach dabei zu sein. Wir sind heute da, weil es wieder mal schön ist, dass man wieder mal auf ein Volksfest gehen kann. Und dann mögen wir einfach auch uns ein wenig schön anziehen, genau. Und wie gefällt es euch? Ganz gut gefällt es uns. Wir haben auch einen super Platz da. Ganz toll. Das Bier schmeckt gut und grebige Stimmung, super ist. Du hast ja heute ein ganz fesches Dirndl. Oh, hast du das jetzt nur wegen am Tag der Tracht oder hast du das sowieso, weil heute Simbacher Duld ist? Na, erstmal vielen Dank, aber wir sind hier natürlich in Niederbayern, also das ist natürlich ein Kulturerbe. Ich habe das schon seit 4 Tagen jetzt so, aber es macht immer Spaß, sich wieder rauszuputzen. Am Dienstag, den 7. Juni, findet der Seniorennachmittag statt und am Mittwoch, den 8. Juni, der Kindernachmittag. Am Mittwochabend endet die Simbacher Pfingstduld 2022 mit einem Kehraus, ganz traditionell mit Abzapfen zur Bayernhymne. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie haben noch bis Mittwoch, den 8. Juni, Zeit, hier auf der Simbacher Pfingstduld vorbeizukommen. Wir werden selbstverständlich auch weiterhin aus Simbach für Sie berichten. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koskan.